Guten Tag. Das Team der Spitalhygiene heißt Sie herzlich willkommen an Bord des Universitätsspitals Zürich. Die Sicherheit von unseren Patienten und Ihnen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, liegt uns am Herzen. Wir möchten Sie deswegen mit den an Bord geltenden Regeln zu Standardmaßnahmen und Isolationsmaßnahmen vertraut machen. Mit korrekter Arbeitsbekleidung schützen Sie sich selbst und Patienten vor Infektionen. Private Kleidung muss vollständig von Arbeitskleidung bedeckt sein. Bei aseptischen Tätigkeiten müssen kurze Ärmel getragen werden. Bitte wechseln Sie Ihre Kleidung täglich. Uhren und Ringe sind im direkten Patientenkontakt nicht erlaubt. Dies gilt auch für Ehringe. Lange Haare müssen zusammengebunden oder hochgesteckt werden. Lange Fingernägel, künstliche Fingernägel oder Nagellack sind aufgrund der erhöhten Übertragungsgefahr von Keimen untersagt. Gewisse Bekleidung ist auf gewisse Bereiche beschränkt. Das Verlassen des OP-Bereichs in OP-Kleidung ist untersagt. Sie, liebe Mitarbeitende, kümmern sich um unsere Patienten während des ganzen Spitalaufenthalts. Bitte beachten Sie, dass gewisse Patienten besondere Aufmerksamkeit benötigen, um die Ausbreitung von Erregern zu verhindern. Patienten mit einer Erkrankung wie zum Beispiel einem respiratorischen Infekt, einer offenen Tuberkulose, Masern oder Windpocken erhalten ein Upgrade in die Isolationsklasse. Dasselbe gilt für Patienten, die mit multiresistenten Keimen besiedelt sind oder Patienten, die aus einem ausländischen Spital überwiesen werden. Die Händedesinfektion ist eine der wichtigsten Maßnahmen, um die Übertragung von Erregern durch Mitarbeitende effizient zu verhindern. Bitte achten Sie allzeit auf eine korrekte Händehygiene, vor allem vor jedem Patientenkontakt. Nehmen Sie viel Händedesinfektionsmittel und reiben Sie die Hände, bis sie trocken sind. Persönliche Schutzmaßnahmen dienen in erster Linie der Sicherheit von Ihnen, dem Personal. Unsterile Handschuhe sind ein Schutz vor Körperflüssigkeiten und dürfen nur bei voraussichtlichem Kontakt mit zum Beispiel Urin, Blut oder Speichel getragen werden. Tragen Sie die Handschuhe nur kurz und desinfizieren Sie sich vor dem Anziehen die Hände. Tragen Sie außerdem eine chirurgische Maske und eine Schutzbrille, wenn Sie Spritzer von Körperflüssigkeiten erwarten. Nach Gebrauch ziehen Sie sich die Handschuhe sofort wieder aus und desinfizieren sich die Hände. Damit verhindern Sie eine Keimverschleppung. Achten Sie auf eine aseptische Arbeitstechnik, um die Kontamination von sauberen und sterilen Materialien und Arealen zu verhindern. Vergessen Sie nicht, vor aseptischen Tätigkeiten wie zum Beispiel der Wundpflege oder Injektionen die Händedesinfektion. Sollten Sie beim aseptischen Arbeiten sprechen müssen, dann tragen Sie eine Maske. Eine chirurgische Maske. Die sogenannte Hustenetikette verhindert das Ausbreiten von Erkältungskrankheiten. Wenn Sie als Mitarbeitende an Husten oder Schnupfen leiden, dann tragen Sie eine chirurgische Maske im Kontakt mit Patienten oder Kollegen. Oder wahren Sie den notwendigen Mindestabstand von 1 Meter. Husten oder niesen Sie in ein Papiertaschentuch, welches Sie unmittelbar danach entsorgen. Ist kein Papiertaschentuch zur Verfügung, dann husten oder niesen Sie in die Armbeuge. Jeder Flug hat ein Ende. Bitte vergewissern Sie sich, dass Instrumente und Geräte nach der Landung korrekt aufbereitet und entsorgt werden. Benutzen Sie dafür das korrekte Desinfektionsmittel und beachten Sie die Anwendungsvorschriften. Scharfe Gegenstände müssen separat entsorgt werden, um Stichverletzungen zu vermeiden. Informationen zu unseren an Bord geltenden Standard- und Isolationsmaßnahmen finden Sie auch auf unserer Pocketcard.
Im Namen der Spitalhygiene des Universitätsspitals Zürich danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit und wünsche einen guten Flug.